Es geht um die Stadt und um uns. Die Weltstadt Venedig und zwei bescheidene Blinde. Die Stadt der Echos und der Abwässer. Die Reise nach Padua, du weißt schon, mit ganz ungewissem Ausgang. Du hast ja nichts zu verlieren. Nein, blinder als ich bin, kann ich nicht werden. Du kannst sehen, das versperrt den Blick für manches. Den Blick, das ist schon ein erstes Beispiel, ein negatives. Aus deiner Sprache, die Diskussion darüber wird unsere Abende füllen. Wenn wir noch den Werbeprospekt dazu rechnen, haben wir Stoff bis an unser Lebensende. Ist das nicht die Behaglichkeit selbst? Wie bitte? In der Fernsprechvermittlung immer ein Blinder. Du musst zugeben, das ist kein Beruf für einen gesunden Menschen. Kein Beruf? Der Chef sprach von toten Katzen. Das müssen die Löcher sein, die ich nicht verstehe. Und dann die Häuser, die Kirchen, die amtlichen Gebäude. Alles durchlöchert. Wir werden versuchen, Ihnen etwas Geeignetes zu vermitteln. Name? Eine Schreibmaschine! Erlernte. Mit einem T! 1920! Du Götter, Bernardo 13! Kopflechter! Danke sehr! Geh bitte, nimm ihn. Braucht nur eine dunkle Brille und einen Teller. Freilich. Allerdings will ich auch nicht das erste Beste nehmen. Sehen. Ein Glück. Und es soll dunkel sein. Kein Fenster, verstehst du? Ich bin nicht zu Hause. Ich existiere nicht. Und was sagt Benedetto dazu? Benedetto, der ist ja verrückt. Den kann man für nichts verantwortlich machen. Wie der schon geht, spricht auf der Straße mit sich selber. Was kann Farbe anderes sein als eine Art von Atem? Es ging alles so schnell. Er schreibt dir. Er schreibt. Die besseren Sachen scheinen außerhalb des Spektrums zu liegen. Hast du Einwände, Anselmo?